Hallo Leute, was geht ab? Willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht's mit den Taktiken FIFA 20 weiter, die 30er Bombe Taktiken. Danke für euren Support hier im Twitch-Channel, im Livestream. Knapp 400 Zuschauer gehabt. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus, Jungs. Heute, wie gesagt, geht's weiter mit den Taktiken. Auf jeden Fall guckt euch das Video bis zum Schluss und viel Spaß damit. Kurz nochmal zu meinem Team. Wir hatten ja das Team im Livestream gemacht, Jungs. Im Tor haben wir Loris, hier Ferdinand und Van Dijk. Van Dijk habe ich auch letzte Woche wieder geholt, einfach. Zu krass der Typ. Samrotta habe ich noch behalten, Mondi ebenfalls. Ja, dann habe ich mir noch Kanté geholt. Einfach in 6er Position, einer der besten Spieler mit Toti De Jong. Links haben wir Ronaldinho geholt. Mega geiler Spieler, bisschen nur zu langsam gewesen. Aber ansonsten spielt er sich wirklich richtig geil. Footbörse Mbappé, da stellen mir viele immer die Frage, Digga, ist der gut? Ja, der ist wirklich echt krank, Jungs. Ich habe dafür R9 geopfert. Und ich muss sagen, 94er Mbappé mit 5 Sterne Weakfoot und Spezialbewegung ist einfach zu krass. Essien habe ich noch als Sechser, zweiter Sechser neben Kanté. Einfach auch mega geiler Spieler. Bisschen zu langsam, aber ich finde, er macht seinen Job relativ gut. Shapeshifter Ronaldo, ja, der linke Fuß von ihm ist ein bisschen ungewohnt, aber ich muss sagen, der macht einfach sehr, sehr viele Tore. Deswegen spiele ich Ronaldo auch sehr, sehr gerne. Und ja, vorne haben wir Neymar, absolut mein Lieblingsspieler in FIFA. Da kannst du wirklich auch die 92er Goldkarte spielen oder den Inform. Da macht es eigentlich nicht so viel Unterschied. Ich hatte halt die Coins, dann habe ich mir den gegönnt. Und ich muss sagen einfach, dass Neymar sich auch wirklich einfach richtig geil, vor allem im Strafraum spielen lässt. Deswegen, ja, ist er immer die Nummer 1 bei mir und immer gesetzt. Ansonsten, ja, zu den Auswechseln. Quaresma hatte ich noch die SBC gemacht vor ein paar Wochen. Timo Werner 88er, Maximon noch hier am Start. Kevin De Bruyne und ja, Walker auch noch am Start. So sieht eigentlich mein Team aus aktuell und ich bin am überlegen, ob ich jetzt in der Woche noch mein Team ändern soll, aber man sagt ja immer, never change a winning team, deswegen weiß ich noch nicht. Ich werde es nochmal mit meiner Community absprechen im Livestream, also auf jeden Fall, falls du natürlich dabei sein willst, kannst du meinen Twitch-Channel mal verfolgen und ja, ich streame eigentlich sehr relativ viel und auf YouTube kommen halt demnächst sehr, sehr viele Videos, auch sowas wie Tutorials, Defending Tutorial oder Angriffstutorial oder Skill Tutorial. Ich werde halt meinen Content ein bisschen so ändern, Jungs, damit ihr einfach Bescheid wisst. Ja. Auf jeden Fall, falls ihr nichts verpassen wollt, Jungs, im Livestream zumindest oder auch auf Instagram und Twitter, könnt ihr gerne mal einen Follow da lassen. Es ist eh alles kostenlos. Support ist kein Mod. Darüber würde ich mich auch mega, mega freuen. Jetzt kommen wir zu den Taktiken natürlich. Ich habe euch dafür 3 Taktiken vorbereitet und wir fangen mit der Taktik an. Womit ich auch am Anfang direkt zocke, habt ihr auch im Livestream gesehen, die 4-4-2, die zweite Variante. Defensivstil ausgeglichen, liegt mir aktuell am besten, deswegen lasse ich das auch so. Ich hatte eine Zeit Druck nach Fehlern gespielt oder Pässe nach Ballverlust, aber das Problem war, dass ich manchmal unnötig wirklich Lücken hatte, deswegen habe ich das wieder auf ausgeglichen gestellt. Die Breite und die Tiefe habe ich auf 3, Jungs. Ich muss sagen, ich stand echt gut, also zumindest FIFA 20 ist ein Spiel, wo du wirklich auch defensiv spielen musst und ich habe das so getestet. Lief relativ gut. Dann habe ich natürlich auch gegen einige Gegner ein bisschen höher, also das heißt die Tiefe noch mal ein bisschen höher gestellt, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass die Probleme gegen das Pressing hatten. Deswegen, ja, gegen ein paar Gegner habe ich das dann noch mal umgestellt, aber ansonsten auf 3 oder 4 so gezockt. Die letzten Spiele zumindest auf 3 auch und es hat eigentlich auch relativ gut geklappt. Offensivstil auf ausgeglichen, auch relativ entspannt, da habe ich auch die letzten Wochen einiges getestet, schneller Aufbau, lange Bälle etc. und Co. Und ich muss sagen, ausgeglichen liegt mir auch relativ gut. Die Breite, hier auch 6 Balken, Spieler im Strafraum 7, ich bin ein Spieler, wenn ich halt den Ball habe, so im Mittelfeld oder generell. Im offensiven Bereich will ich einfach viele Spieler vorne haben, damit ich viele Anspielstationen habe, schnell zu Torschancen kommen kann und deswegen ist es für mich auch wichtig, dass ich viele Spieler vorne habe, sobald ich den Ball habe im Angriffsdrittel. Die Ecken und Freistöße, hier bei Ecken habe ich auf 3 und Freistöße auf 2, also relativ entspannt. Zu den Anweisungen, Leute, ganz einfach, fangen wir hinten an. Ja, den Verteidiger gehen wir nicht ein hinten bleiben, also bei allen Vieren, Mondi und Rio Ferdinand und Van Dijk ist ja eh schon hinten bleiben. Dann hier Samrotta auch ebenfalls hinten bleiben, damit ich natürlich keine Lücken gebe und damit die Viererkette einfach stabil steht, Jungs. Lassen wir die Spieler auch natürlich hinten. Dann machen wir bei CR7 weiter, defensiv verstärken, für Flanken in den Strafraum und Abwehr überlaufen. Ja, ich muss sagen, das klappt aktuell bei mir sehr, sehr gut, deswegen habe ich das auch so behalten. Und bei Ronaldinho ebenfalls defensiv verstärken, Abwehr überlaufen und für Flanken in den Strafraum. Was heißt das? Wenn der Gegner den Ball hat, orientiert sich natürlich Ronaldinho ein bisschen nach hinten. Und ebenfalls auch Cristiano Ronaldo. Ja, und wenn ich den Ball habe,
machen die immer so unterstützte Läufe. Also das heißt, die versuchen sich, wenn ich Abwehr überlaufen gebe bei den Flügelspielern, die versuchen sich frei zu laufen, in freie Wege, die versuchen sich vom Rechts- und Linksverteidiger zu trennen. Dann kannst du die natürlich immer so mit Dreieck oder mit X oder mit R1-Dreieck in dem Fall in den Lauf schicken und versuchen die anzuspielen. Deswegen finde ich das mit Abwehr überlaufen bei den Außenspielern zumindest sehr, sehr wichtig. Auch im Angriff sind dann natürlich für Überzahl zu sorgen. Finde ich die Einstellung sehr gut. Zu den Sechser, Leute, ja, fangen wir mit Kanté an. Da habe ich in Verteidigung absinken und mit abdecken gehen. Warum? Ganz einfach, Kanté ist ein Spieler, ein Toti-Spieler, den ich habe, der sehr schnell ist und defensiv sehr gute Werte hat. Deswegen habe ich das mal getestet und ich muss sagen, er hat wirklich so viele Zweikämpfe gewonnen und so viele Schüsse abgeblockt. Ja, er sinkt ja somit auch in die Verteidigung und deswegen habe ich das mal versucht bei ihm und das hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. Deswegen habe ich es auch so behalten mit Kanté. Einfach testet es mal und die Spieler, also wenn der Gegner so den Ball hat, dann merkt ihr einfach, wie gut Kanté teilweise oder euer Spieler, den ihr da spielen lässt, einfach steht. Ja, und das habe ich halt so getestet und es hat wirklich sehr gut geklappt. Essien habe ich hier hinten bleiben bei Angriffen und mit Abdecken gegeben. Und ich muss sagen, also Essien hatte ich auch vor ein paar Wochen geholt und der hat seinen Job eigentlich in der Weekend sehr gut gemacht. Ich habe gegen Pros ein bisschen getestet. Da war er noch ein Tick bisschen zu langsam, aber in der Weekend League lässt er sich wirklich sehr, sehr gut spielen. Deswegen, Jungs, auf Essien ist das Vertrauen auch aktuell sehr groß. Bei den Stürmern, in dem Fall bei mir Mbappé und Neymar, habe ich eigentlich bei den beiden nur defensive Verstärken gegeben. Warum? Ich hatte es auch in den letzten Videos so, dass ich bei den Stürmern defensive Verstärken gebe. Nicht, weil sie unbedingt nach hinten rennen, sondern weil, wenn der Gegner so den Ball hat, ja, mit dem Innenverteidiger, steht der, die beiden Stürmer bei mir in dem Fall, einfach vor den Sechsern, ja. Das heißt, dass die Spieler einfach nicht mehr anspielbar waren. Und seitdem mache ich das und das klappt wirklich relativ gut. Ich hatte zum Beispiel auch im letzten Video, was ich auch noch sehr, sehr gut finde, bei den Offensivläufen Anspielstationen gegeben, zumindest bei dem einen. Dann hat es auch oftmals den Vorteil, dass die Spieler anspielbar waren und du zum Beispiel dich schnell drehen konntest und einen Abschluss gesucht hast. Ja? Aber diesmal habe ich das mal in dieser Weekend League wirklich basic gelassen und die haben auch wirklich gute Laufwege gemacht, die beiden. Deswegen hat das bei mir zumindest sehr, sehr gut geklappt. Dann gab es natürlich, wie man in der Weekend League kennt, Spiele, wo du einfach 2-1 oder 3-2 oder 4-3 vorne bist und der Gegner wirklich richtig gut Druck macht. Ja? Dann habe ich eine Formation gespielt, das ist die hier, die 4-2-3-1. Die kompakte Variation und Defensivstil ausgeglichen, die Breite und Tiefe ebenfalls auf 3 gelassen, weil man will natürlich verteidigen. Warum ich eigentlich diese Aufstellung dann gezockt habe, ganz einfach, dann hast du natürlich einen Spieler mehr hinten. Bei der 4-4-2 hast du ja 2 Stürmer, bei der 4-2-3-1 dann nur einen Stürmer, 2 Sechser plus ein Zehner. Ja, das heißt, da war die Mitte wirklich gut dicht bei der Formation und bei den Taktiken. Offensivstil auch ausgeglichen, die Breite habe ich dann so auf 6 gelassen. Spieler im Strafraum, das kann man natürlich auch immer ein bisschen weniger machen. Da hatte ich jetzt 7, also ich glaube, ich hatte hier gerade noch einige Spiele gemacht gegen einen Kumpel. Deswegen hat mich das auch gerade gewundert, Jungs. Habe ich dann auch 4 gelassen, warum? Weil wenn du führst, musst du nicht so viele Spieler im Strafraum haben. Warum? Du wirst dann schnell gekontert. Deswegen habe ich das hier auf 4, ungefähr 4 Balken gelassen. Ecken und Freistöße eigentlich, da habe ich nie wirklich mich damit so richtig beschäftigt, weil die Ecken schlage ich eh immer an den ersten Posten oder rufen Spieler. Warum soll ich dann irgendwie 40 Leute vorne haben? Oder deswegen habe ich das immer so basic gelassen auf 3 oder 2. Auch bei den Freistößen, die führe ich auch generell, wenn es viel zu weit so vom 16, vom Mittelfeld. So generell, wenn ich das mache, da spiele ich eh immer kurz, rufe mit allein zum Spieler, spiele einen kurzen Ball. Und ja, vorne mache ich das generell vor dem 16 oder so, dass ich einfach schieße oder schnell einen kurzen Pass spiele und versuche den Gegner auch einfach auszutricksen. Ja, deswegen, die Formation habe ich einfach dann gezockt, wenn ich einfach vorne war und einfach ja, die Führung verteidigen wollte, die auch relativ gut klappt mit der 4-2-1-Formation, kann ich euch auf jeden Fall aufs Herzen legen. Und dann gab es natürlich noch eine Formation, Jungs, wo ich einfach 2-0 oder 3-2 oder 3-1 hinten lag. Ja, wenn ich sehe, es klappt einfach nicht mehr. Es ist die 60., 65. Minute, 70. Minute. Wir nähern uns dem Ende und wir brauchen Tore. Wir brauchen Tore. Ja, was macht man dann? Dann stellt man hier auch sehr offensiv, in dem Fall bei mir, 4-3-2-Formation. Ja, mit defensiv schneller Druck.
Warum mache ich das? Einfach aus dem Grund, ich will natürlich wieder Tore schießen. Ich will wieder das Spiel in der Weekend gewinnen. Es ist die schwitzigste Liga. Ja, das heißt, ich muss das Spiel drehen. Ich muss alles geben. Entweder kassiere ich oder ich drehe das Spiel. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Also höchstens, was ich machen kann, könnte ich verlieren. Aber ich will das Spiel drehen. Was mache ich? Defensiv ständiger Druck. Ich versuche, den Gegner einfach zu pressen und unter Druck zu setzen. Ja, sehr wichtig. Die Breite hier auf 5, Tiefe auf 8. Was haben wir gesagt? Wir wollen einfach den Rückstand wieder drehen. Ja, wir wollen Tore schießen, deswegen stehen wir relativ hoch. Offensivstil ausgeglichen. Bei schneller Aufbau habe ich bei der Dreikette ein bisschen Probleme gehabt. Die sind einfach viel zu schnell vorgerückt. Deswegen habe ich das immer auf ausgeglichen gelassen. Kommst auch relativ gut nach vorne, vorne mit der Dreikette. Die Breite in dem Fall hier auf 6. Wir wollen natürlich auch ein bisschen breiter stehen und die Flügel bei der 4-3-1-2-Formation nutzen. Spiel am Strafraum 9, Digga, alles nach vorne, gib ihn. Wir müssen Tore schießen, wir sollen alle nach vorne rennen. Und ja, wir wollen ja natürlich Tore schießen in dem Fall. Ecken und Freistöße, wie gesagt, basic auf 3, Jungs. Da habe ich mich wirklich nicht so viel beschäftigt damit. Bei den Ecken habe ich auch auf 3, hier müsst ihr aufpassen natürlich. Wenn ihr 5 Balken habt, habt ihr das Problem natürlich, dass ihr zu viele Spieler vorne habt und wenn ihr eine Flanke schlägt oder wenn ihr einen Kurzpass spielt und den Ball verliert, dann habt ihr das Problem, dass ihr krank ausgekontert werdet. Deswegen lasse ich es auf Standard. Manchmal spiele ich kurz, manchmal flanke ich ins erste Pfosten und bei 3 Balken wirst du eigentlich nicht ausgekontert. Hatte ich die Erfahrung bis jetzt noch nicht. Und bei Freistoß eigentlich dasselbe Prinzip hier auf 3. Wenn ich am 16er einen Freistoß habe, schieße ich oftmals und wenn ich einen Freistoß habe im Mittelfeld, spiele ich eh kurz. Deswegen hier Standard auf 3 gelassen. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Ich würde mich über jeden Support freuen. Meine Social Media Kanäle könnt ihr natürlich unten alle sehen. Ja, das war's dann von mir, Jungs. Kurz geht raus. No homo. Haut rein. Peace out.